Ich dachte gerade kurz, mein Spiel ist abgestürzt. Hallo und herzlich willkommen zu DayZ. Ihr seht wahrscheinlich genauso viel wie ich. Nämlich gar nichts. Ah, hier ist doch irgendwie ein kleines Dorf. Aber es ist verdammte Nacht. Ja, wie lange hält denn so eine Flare eigentlich? Das weiß ich nicht. So, F to open door. Ich muss erst... Wer hat denn hier eine Doppeltür? Also wirklich. Jetzt habe ich den Faden verloren. Was ich sagen wollte, aber ich höre ein Hühnchen. Warum kann ich einige Sachen nicht aufheben? Ach, vielleicht, weil ich nicht genug Platz... Ja, ich habe keinen Platz. Ja, du kannst ja Tab drücken, um auf das Umgebungsinventar zu gehen. Lol. Bringt komm ran, Kollege! Was du kannst? Zur Seite! Okay, nächster Kill. Hilft die Flare was beim Sehen? Ja, ein bisschen, aber nicht sehr weit. Ich habe erstmal ein Gewehr gefunden, eine BK. Ja, 133. Genau. Ganze Zeit AFK, dann erstmal ein Gewehr finden. Ich renne durch die Gegend, werde von Zombies gejagt und was krieg ich einen Scheiß? Ist sogar eine Schrotflinte. Ja, ich habe geguckt, wie ich Tag machen kann auf dem Server, aber keine Ahnung. Ich glaube, ich habe auch noch Durst. Ja, das ist nichts Neues bei dem Spiel. Ein medizinisches Thermometer, wo ich das so reinstecken kann. So, jetzt erstmal wieder zurück zum Thema. Also, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hallo und herzlich willkommen zu DayZ Standalone, zu der Beta. Endlich ist die Beta da, nach 5 Jahren Alpha. Ich habe echt nicht gedacht, dass ich den Tag noch erlebe. Jetzt haben wir erstmal 10 Jahre Beta und dann kommt die Vollversion. Ich habe mir einen privaten Server jetzt besorgt, weil ich immer noch tiefe Narben davon trage, dass dieser eine Russe mich mitten auf der Straße ausgeraubt hat und mir die Äpfel aus dem Rucksack geklaut hat. Dieser Wichser. Ja, ehrlich mal. Hat er mir die Äpfel aus der Schultasche geklaut. Dafür wurdest du umgebracht. So, Wellies. Schuhe, Stiefel sind das, die dann nämlich die mal statt den alten. Ja, wo seid ihr? Ich sehe einen Scheiß. Ach, da bist du. Komm her. Also einen privaten Server habe ich jetzt gemacht. Der Plan ist folgender. Der Server hat aktuell 10 Slots, weil Geld wirklich sehr teuer. Das könnt ihr mir aber glauben. Ich habe einen Walkie-Talkie gefunden. Wenn du auch eins findest, können wir reden. Nee. Super. Geil, ich hatte Brille gefunden. Das sehe ich schlau aus. Und nein. Ja, natürlich geil. Es gibt, glaube ich, auch Payday-Masken und alles. Also. Und ein Frauenblazer. Wenn ich irgendwie ein bisschen Geld zusammenspare noch, und ich werde jetzt immer mal wieder was beiseite legen, weil ich habe vor, dass dieser Server ein großes hier mit Community zusammen Ding und so wird. Also, ihr könnt mit uns spielen. Es wird dann ein 60-Slot-Server sein. Das bedeutet, ich muss 480 bis 600 Euro bezahlen. Okay, ich habe ein Problem. Ah, okay. Ich wusste gerade nicht, wie ich über den Zaun komme, weil Leertaste ist ja irgendwie nicht so hoch gesprungen, wie er sollte. Was? Aber geht doch. Ja. Was sind deine Probleme? Also mit denen du dich rumplagen musst. Ich habe Durst. Das Einzige, was ich gefunden habe, waren Spaghetti. Ich habe eine Nutta-Cola gerade gefunden, aber die ist roh. Was? Die ist was? Ich habe eine Getränkedose von Nutta-Cola gefunden und darunter steht in Klammern roh. Ja, die musst du erst kochen. Ja, natürlich. Ja, weißt du, mal kochst du dir erst so ein schönes Glas Cola? Wer kennt's nicht? Oh, großartig. Also, wenn ich den Server ein bisschen aufstocken kann, dann wird das ein Ding mit der Community zusammen. Nice, ich habe eine Crowbar. Ah, sorry. Dann werde ich hier Verlosungen machen, dass dann, ich glaube, 50 Slots werden dann so frei sein, dass 50 Leute sich einen Zugriff auf den Server gewinnen können. Und dann könnt ihr mit uns zusammen spielen. 10 Slots sind von Anfang an erstmal an die Seite gelegt, weil... Ich höre einen Zombie. Ja, die lassen sich gleich totboxen. Ich habe eine Autotür gefunden. Ja.
Das hilft mich hier, hilft mir jetzt nicht sehr viel weiter. Okay, ich scheine noch unverwundet zu sein. Denkt dran, Zombies können auch Sachen mit sich rumtragen. Ah ja, aber also, schön, wenn du eine Schaufel findest, dann kannst du dich sogar beerdigen. Das finde ich cool, dass wir das jetzt drin haben. Es ist schon länger her, dass wir DayZ gespielt haben. Ich glaube, bei dir sogar noch ein bisschen länger als bei mir. Ich habe noch die Experimental 062 und 063 gespielt gehabt. Ich habe zuerst gespielt, das war noch ganz, ganz die Anfangsphase. Oh, ich habe ein Backpack gefunden. Das ist gut. Ich laufe die ganze Zeit mit der Flair und einem Motorradhelm über die Straßen. Du wirst nicht wissen, wie ich aussehe. Ja, was tut man nicht alles am Anfang? Sieht ja aus wie so ein zurück... Okay, das Beispiel, aber... Wie so ein zurückgebliebener Evil Knievel. Auch gut. Was wollte ich denn noch sagen? Also hier von dem Video wollte ich, ihr könnt gerne mal in die Videobeschreibung schauen. Da habe ich nämlich eine Petition verlinkt. Gegen Artikel 13. Ja, ich habe ja noch einen Rucksack gefunden, den kannst du haben. Das ist ein School Backpack. Kannst du den irgendwie mitnehmen? Mal gucken. Ob ich erst was Wichtigeres finde, wenn nicht, dann... Ansonsten kannst du dem hinterher noch ablegen. Ja, ja. Ne, hier ist im Haus momentan nichts Wichtigeres, also... Eingepackt. Also Artikel 13 ist etwas, ist quasi der Feind der YouTuber, möchte ich mal so sagen, in Europa. Und zwar, an sich ist das ja nichts Schlimmes. Ist ja zum Schutz von geistigem Eigentum, für Copyright und so etwas, dass sowas nicht missbraucht wird für die Leute. Aber der Artikel 13, so wie er jetzt ist, ich habe eine ADA 4x4 Hood gefunden. Ich habe eine Motorhaube gefunden. Ja, hatte ich ADA 4x4 hier Seitentür hatte ich gefunden. Jetzt müssen wir nur noch das Auto finden. Ja, ich glaube, das wird ein bisschen schwieriger. Ich habe ein Barrel gefunden. Scheiße, das ist zu groß. Das kann ich nur höchstens mitnehmen, wenn ich das in der Hand trage. Aber ich kann jetzt nicht die ganze Zeit mit dem Barrel in der Hand rumlaufen. Das hat 160 Slots zum Sachen haben und damit können wir dann Sachen später anbauen. Also das können wir später gebrauchen, wenn wir unsere Basis bauen. Also Artikel 13 an sich eigentlich nichts Schlimmes, aber es ist echt ziemlich hart. Also ich habe noch eine Tür gefunden. Wenn man Artikel 13 so nimmt, wie es jetzt ist, dann würde es darauf hinauslaufen, dass der Großteil der europäischen YouTuber YouTube nie wieder verwenden kann. Das ist schon ein bisschen hart. Was habe ich denn da? Smiovka. Was ist Smiovka? Ein Kleidungsstück? Headwear. Okay. Ich finde die Flair ziemlich gut. Die hält ganz schön lange. Ja, verdammt lange. Flatcap? Ne, ich bin mit meinem Helm zufrieden. DayZ hat einiges durchgemacht, also die Steuerung ist vollkommen anders und es sieht auch ziemlich viel geiler aus als das letzte Mal, als ich es gespielt habe. Das Combat-System vor allem, das finde ich ziemlich gut bis jetzt, das ist irgendwie handlicher. Nice. Alter, mein Typ sieht... Okay. Okay, ich habe hier Äpfelbäume gefunden, aber das ist ein Tausch, den ich aktuell noch nicht eingehen will. Entweder also ich muss was trinken, finde das bin ich nicht im Arsch. Ich schaue dich immer mal um wegen Brunnen. Ich habe nämlich eben einen Brunnen bei mir gehabt, da habe ich getrunken. Stimmt, ja. Brunnen. Hier ist ein Gewächs. Lord. Nein. Achso, mit dabei ist der Lord. Hätte ich vielleicht auch am Anfang sagen sollen, oder? Ja, hätten wir vielleicht machen müssen. Egal. Ich habe eine Tomate gefunden. Gut, hast du immer noch was zu essen. Und ich glaube, das macht auch ein bisschen Wasser, stellt es auch wieder her, weil die ja schön saftig ist. Spaghetti. Aber pass auf, die Tomate ist roh. Na, ich glaube, die ist sogar vielleicht verdorben. So wie eure. Okay. Ich habe jetzt
Ich habe jetzt zwei Walkie-Talkies. Ich kann mit mir selber kommunizieren. Als ob das was Neues wäre. Ja, das machst du sonst die Zeit, in der keiner von uns da ist. So, was haben wir denn noch hier? Findest du lustig? Ich finde alles so ziemlich lustig. Oh, ich habe eine Schule gefunden. Sehr gut. Gerade mal mitnehmen. Denk daran, dass ich habe ein drittes Walkie-Talkie gefunden. Alles klar. Sag mal, wie viele von den Dingern hast du denn? 3 Stück, aber keine einzige Batterie. denk dran, dass du in jedem Haus was finden kannst. Also nicht nur die Häuser, die du nur aus dem Mod kennst, sondern... Ja, aber... In allen Häusern, ja, sonst gibt's wieder... wie jedem Haus. Sonst gibt's wieder negative Kommentare, wie damals bei unserer ersten DayZ-Staffel, wo es hieß, ihr habt nur 99 von 100 Häusern abgesucht, ihr seid so Noobs. Ja, mal im Ernst. Lappen. Tu ich aber nicht. Und selbst wenn, ich weiß noch nicht, wo ich das sehen soll hier. Man hat nicht mehr diese Anzeige im Inventar. Oder wie zur Hölle hast du eine Waffe gefunden hier? Die lag in einem normalen Zivilistenhaus in der Ecke, lag die. Also im oberen Was Stock. Ist das... Was denn? Der? Ne. Wird aber auch mitgenommen, egal. Das Mal hat man. Ohne die Flare wäre ich ganz schön aufgeschmissen, glaube ich. Ich laufe hier durch irgendeine Stadt durch, ich habe aber keine Ahnung, durch welche. Denn ich hatte eine Pistole gefunden, IJ-70. Aber jetzt ist die Frage, soll ich die Pistole mitnehmen oder nicht? Wenn ich die hier lasse, dann werde ich dazu Munition finden. Wenn ich die mitnehme, dann werde ich dazu andere Sachen ablegen, wo ich mich dann später ärgere. Wie kann ich bitte was essen? Ich muss das Teil wahrscheinlich in die Hand nehmen. Ja. Problem ist, ich kann die Flare nicht aus der Hand legen. Du kannst es aus dem Inventar nehmen, kannst du runterziehen und dann steht da tauschen eigentlich. Ja, das hat's bei mir nicht gemacht. Okay, ich sehe nichts mehr, weil mein Flare ausgegangen ist. Okay, das ist schon mal ein guter Anfang, ja? Ah, das Walkie-Talkie ist zu groß. Ich glaube, ich muss alle 3 Walkie-Talkies hier liegen lassen. Da wird sich der freuen, der als nächstes hier vorbeikommt. Der denkt sich, hey, 3 Walkie-Talkies an einer Stelle. Ich sehe einen Scheiß. Ich sehe... Im wahrsten Sinne des Wortes kann ich nichts sehen. Ich kann auch nichts außerhalb des Radius von meiner Flare was sehen, also... Das heißt, ich werde jetzt mal kurz bei der AC Central App nachgucken, wie man sich doch mal genau eine Fackel macht, und dann können wir dort nach Sachen suchen. Währenddessen cut ich mal kurz die Aufnahme. Nach Sachen suchen? Ich sehe nichts. Ich komme nicht voran. Weiter geht's. Ja, es regnet auch noch. Wunderbar. Weißt du, was das Geilste ist? Nein. Ich habe gerade eine Sonnenbrille gefunden. Wow. Boah, komm, ich schmeiß die Pistole weg. Brauche ich jetzt erstmal eh nicht. Ich hätte gerne eine Melee-Waffe. Ich habe zwar ein Gewehr, ein Schrotgewehr und eine Pistole, aber ich habe nichts, womit ich mich dann gegen Zombies verteidigen kann. Ich... Hast du dich schon wieder in einem Haus verlaufen? Nein. Ich brauche ja Sachen. Ich glaube, ich bin wieder in dem Haus drin, aus dem ich gerade erst gekommen bin. Woman's Suit Jacket. Ah, oh, sehr schön. Ich hasse das Spiel jetzt schon wieder. Ja. Ich hasse es, aber ich brauche es einfach. Es ist einfach DayZ, du hast es, aber du spielst es trotzdem immer wieder. Das Problem ist ja nur, dass es jetzt gerade Nacht ist. Das ist das Einzige, was wirklich ein Problem ist, sonst...
Ja. Das heißt, keine Aufnahmetermine mehr abends am besten. Ja, wann denn dann? Wenn ich arbeite oder wie? Ich glaube, morgen werde ich mal so Mittag nach TTT werde ich mal ein bisschen DayZ noch spielen, damit es dann auch Tag ist. Ja, jetzt bin ich noch kurz überdurst und ich kann keinen Grund sehen. Geh, bitte geh. Also so Faustkämpfe mit Zombies sind scheiße. Nee, ich finde die übelst easy. Das ist unfair, die könnten doch nicht zu dritt auf einmal kommen. Oh, noch einer. Kommt einfach von hinter mir. Ich bin am Ausbluten. Ich meine nicht, aber ich will kurz verdursten. Und statt meine Bandage zu benutzen, schwebt sie einfach mit in der Luft vor mir. Sag mal, wie ich eine richtige Bandage auch tun würde. Ja, ehrlich. Das ist oh, Alter, ich sehe dich. Kollege, wo bist du eigentlich? Ich bin tot. Okay. Ja, komm. Respawn. Sekunde. Ich weiß zwar nicht wie, aber ich habe irgendwie die Rex benutzt. Hab's aber nicht gesehen. Die Bandagen. Aber der hat keine Animation oder so gemacht. Ich hatte 6 Bandagen, hab... Wieso bist du in einem Haus drinne? Ich hab geblutet, auf einmal habe ich nicht mehr geblutet, habe ich geguckt und dann habe ich 3 Bandagen irgendwo verbraucht. Gut, nächster Versuch. Ich glaube, ich muss auch nochmal neu spawnen. Das ist schrecklich hier. Man muss echt gucken, dass man... Man muss echt gucken, dass man am Anfang irgendwo... Ja, eine Scheune zum Beispiel ist gut, dass man eine Mistgabel oder irgendwas findet, womit man sich verteidigen kann. Ja, nichts drin. Okay. Jetzt muss ich doch nicht so dringend neu starten. Wir haben einen guten Schritt in die richtige Richtung gemacht. Bahnschienen. Ich habe eine Taschenlampe gefunden. Jetzt muss ich nur noch nach einer Batterie suchen. Bahnschienen, das ist gut. Und da schon wieder. Blöder Dreckszombie. Hoff mir in den Zeh zu beißen. Ich finde nur Kleidung, ich brauche eine Waffe. Doch am Arsch. Da Bandage nehme ich mir mit, dann lasse ich das Essen jetzt da liegen. Meine Flare ist out. Ja. Jetzt bin ich gearscht. Scheiße. Dann kann ich ja das Sewing Kit in die Hand nehmen. Die Serials einpacken. Nee, ich nehme die Serials in die Hand. Ich verprügel jetzt die Zombies mit Cornflakes. Also ich sehe den Helm von meinem Charakter und damit ist auch schon Schluss. Nur weil ich einen weißen Helm trage, sehe ich den aber. Oh Mann! Warum ist das Spiel so dunkel und warum gibt es keine Kontrasteinstellungen mehr wie früher, dass man sich irgendwie ein bisschen heller machen kann? Eine gute Frage. Es gibt Helligkeit, aber wenn ich die hochmache, das sieht man gar nichts mehr. Nur noch grau.
So. Farbtiefe. Big Details, Wolken, Ambient Occlusion. Sichtfeld kann man ja auch machen, ja. Aber man sieht einfach nichts. Ich glaube, das wird nicht mal was bringen, das für YouTube aufzuhellen, das Video. Nee, gar nichts. Mit dem Videotool, da wird man auch nichts sehen bei. Rein gar nichts wird das bringen. Eigentlich ein School Backpack. Ist der pink oder ist der rot? Der ist orange. Noch schlimmer. Das Haus mag ich. Das hat schwarz-weiße Kacheln auf dem Boden. Die kann man gut sehen. Kann ich zumindest sehen, wenn etwas auf dem Boden liegt. Aber ich weiß nicht, wo noch eine Tür ist, durch die ich durchgehen kann. Weil die Wälder sehe ich überhaupt nicht. Ich hätte nichts dagegen, wenn ich mal ein paar Häuser finden würde oder so. Wahrscheinlich läufst du landinwärts immer schön. Ich darf von der Straße lang. Okay. Bist wahrscheinlich gerade auf dem Zwischenweg von zwei Städten. Ja, mir ist kalt, aber ich habe eine Baseballcap gefunden. Oh, ist doch gut, ein Problem weniger, hä? Huh? Ja. Oder auch nicht. Mal gucken. Oh, was haben wir denn hier? Ah, ein Schild. Es bringt nicht mal den... Lauf ich wieder zurück? Ich habe die Orientierung verloren. Es bringt nicht mal den den Gaming-Mode bei meinem Bildschirm anzumachen. Es bringt einfach alles überhaupt nichts. Ich glaube, ich war in dem Haus hier schon drin, ne? Also entweder finden wir eine Möglichkeit, Licht zu machen, oder das wird so überhaupt nichts werden hier. Ich glaube, könntest du recht haben. Ich werde mal bei den Leuten fragen, die den Server hosten, wie man einstellen kann, dass es nur Tag ist. Ob das überhaupt möglich ist, ist die Sache auch. Ne? Und ich glaube, das werde ich jetzt direkt machen. Ja, ich werde jetzt die Aufnahme beenden, dann werde ich den Server schließen, nachfragen, ob das gilt, und dann werde ich das konfigurieren lassen, in der Hoffnung, dass es funktioniert. Und dann... Naja. Ja, mein Charakter ist gerade am Sterben, egal. Wird ja, meine Waffe wieder kaputt, während ich raus bin. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hallo und herzlich willkommen. Diesmal ist es Tag, ich habe eine Möglichkeit gefunden, den Server auf Tag zu stellen und... Was ist das denn bei dir? Hallo? Ja, lauf ich jetzt rum. Ja, alles noch. Alles gut. Und ich will mich mal kurz ein bisschen beschweren über meinen aktuellen Status hier. Warum ich auf einmal, also mein Charakter ist gestorben, klar. Aber warum ich als zufälliger Charakter, als eine blonde Frau in einem Zugwaggon starte, wundert mich ein wenig. Irritiert mich, um ehrlich zu sein. Was habe ich denn hier? Flatcap, okay, zieh ich mir die Flatcap auf. Jetzt bin ich ein weiblicher Charakter, so feminin bin ich auch wieder nicht. Du bist alles andere als feminin. Ja. Also wenn ich sehe, krieg ich nur Kotz. Würde ich nicht sagen, ein Arbeitskollege von mir nennt mich immer Prinzessin. Alter, das ist doch so eine... Alter, nee. Und er nennt mich außerdem den sadistischsten und gehässigsten Menschen, den er kennt. Ach nee, warum bloß? Und er meint, das muss schon was heißen, wenn er das sagt. Naja. Aber das stimmt doch gar nicht, ich bin ein netter Kerl. Ich habe einen Teddybär gefunden, einen weißen Teddybär, und da drin sind 6 Bandagen. Voll geil, ich nehme mir Teddybär mit.
finde nur Kleidung. Ja, das hatte ich eben als das Problem. Oh Gott, da kommt was! Oh, incoming! Komm her, ne, Kollege! Da kommt... Oh, da kommt auch ein Zweiter. Okay, es wird Zeit für mich zum Rennen. Huh! Um Rennen und Kämpfen! Ich habe einen Zug gefunden und der erinnert mich extrem stark an The Walking Dead. Jetzt bekomme ich Bock auf The Walking Dead Season 1. Na schön. So, Daisy ist immer so eine Sache, da hat man immer Zeit, über tolle Sachen zu erzählen, oder? Wenn ich so jetzt hier gerade quer durch die Welt laufe. Also ich bin gerade dabei, zwei Zombies gleichzeitig zu... Ich habe zwei Zombies gleichzeitig zurückgeprügelt, Entschuldigung. Sehr gut. Oh, 9 Volt Batterie habe ich gekriegt. Ah, das ist gut. Die musst du auf jeden Fall aufbewahren. Die braucht man für einiges. Vor allem, wenn es wieder Nacht wird. Ich hatte auf der Arbeit hatte ich einen Kollegen, ja? Der ist neu dazugekommen von vor 2 Monaten, glaube ich. Und das ist ein absoluter Depp gewesen. Also ich habe mich mit dem wirklich überhaupt nicht verstanden, ja? Er war zwar immer recht freundlich, aber ich habe irgendwie einen innerlichen Hass auf ihn gespürt, ohne wirklich zu wissen, warum. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Und, da ist einmal was wirklich Lustiges passiert. Das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Du musst dir vorstellen, der kommt zur Arbeit, ja, arbeitet 3 Stunden bei uns, und dann bekommt er auf einmal einen Anruf von zu Hause, dass seine Kündigung im Briefkasten lag. Also ja, natürlich wieder direkt nach Hause, aber der wurde von der Firma gekündigt. Die haben den aber trotzdem nochmal ein paar Stunden arbeiten lassen an dem Tag. Das ist aber assi. Ich weiß, das hat mich ziemlich angetört. Ich fand das geil. Hat mich glücklich gemacht. Hier ist ein kaputtes Militärfahrzeug. Gibt's da nicht irgendwas als Waffe, was ich da drin finden kann? Nein, da ist gar nichts. Da ist ein Truck. Also ich bin hier bei so einer... Boah, warte, hier muss doch jetzt irgendwo ein Straßenschild stehen, in was für einem Ort ich bin. Wir müssen langsam mal ein bisschen versuchen, uns gegenseitig zu finden. Ich versuche selbst, meine innere Mitte zu finden. Das ist gar nicht mal so leicht. Ich glaube, ich verdurste gleich wieder. Ja, mir geht's gerade auch nicht so gut mit Essen und Trinken. Na, ich habe Glowstick gefunden, jetzt können wir Rave Party machen. Ich glaube, das habe ich sogar schon mal gemacht bei Daisy, beim Daisy Mod. Da habe ich, keine Ahnung, ich glaube, 5 oder 6 Glowsticks und 2 Flares habe ich gefunden und da habe ich ein Haus komplett beleuchtet, wenn man von draußen geguckt hat, wie die bunten Lichter aus allen Fenstern strahlen. Sah schon geil aus. Ich sehe hier etwas wie ein Rohbau, ein Industriegebiet mit einem Kran dabei. Ja, da sowas in der Art war ich auch gewesen. Ja, doch. Da bin ich auch genau sowas. Da bin ich durchgelaufen. Ich sehe dort hinten sowas wie 2 weißliche Silos. Bisschen breiter und flacher. Ich bin auch an einem Hafen. Ich werde mal gucken, dass ich irgendwie mich in Richtung zu dir bewege, weil ich glaube, es könnte sein, wenn wir Glück haben, dass wir schon nah beieinander sind. Aber das wird für lange, wenn es weitergeht. Und kurz vom Verdursten. Dann schau dich in der Gegend nochmal ein bisschen um, dass du noch was findest. Ich halt auch mal die Augen offen. Dass ich vielleicht einen Brunnen sehe. Also bei diesem Industriegebiet mit dem Kran davor, das sind jetzt ganz viele, ist so ein großer Bereich, wo ganz viele Container stehen, diese Frachtcontainer. Weiß ich gar nicht, hab ich nicht aufgepasst. Da steht noch schon wieder ein Stück weiter. Direkt am Wasser. Hier sind auch Bahnschienen. Da ist das Meer und das sieht tatsächlich aus wie irgendein Hafending. Für große
Warte, da im Wasser ist sogar ein gestrandetes Boot. Ist anscheinend irgendwo auf einem Riff aufgelaufen. Kann sein, dass du dann wirklich von mir in der Nähe bist. Dann sehe ich eine Stadt. Also ich gehe jetzt in Richtung Stadt gerade, am genau am Wasser entlang vom Hafen. Da ist eine Knarre da hinten. Ah, eine Spitzhacke. Ja, so gut. Oh, ein Stück Kap überlebe ich dann doch jetzt noch. Jede ja. Kanne. Ich habe Baked Beans, dann kann ich die jetzt essen. Vielleicht gibt es auch noch ein bisschen Flüssigkeit. Jawohl, es gibt so. Flüssigkeit. Sehr gut. Ich wollte schon sagen, zumindest ein bisschen wird es davon wohl geben. Ich habe auch Durst, bei mir leuchtet das auch schon rot und der erste Pfeil ist rot. Okay, der erste Pfeil ist weggegangen. Ne, jetzt ist er wieder da, aber rot. Gut, Pickaxe, take. Wo bist du denn jetzt aktuell? In einem Gebäude. Danke. Ich will jetzt was trinken. Ich laufe hier an diesem Hafen entlang, aber ich weiß nicht, ob ich jetzt dort zu den Gebäuden gehen soll oder lieber noch mehr in Richtung Stadt. Ich bin quasi da an der Straße lang gegangen. In so einem Industriegebäude bin ich jetzt drin. Ich laufe jetzt wieder runter Richtung Hafen. Okay, okay, okay. Hier sind leider einige Industriegebäude. Also wir gucken mal, wenn du am Hafen stehst. Ich laufe jetzt runter Richtung Hafen, ja. Mehr nicht, mehr brauchst du jetzt nicht. Oh. Er ist wieder spielt einen roten Pfeil nach unten beim bei Flüssigkeit. Ja, bei mir auch. So, bist du direkt unten beim Hafen? Ich stehe direkt quasi am Hafen an diesem am Metallrand direkt zum Wasser hin. Gut, ich habe mich gerade auf den Weg dahin, aber da ist ein Zombie vor mir. Da muss ich mal. Ja, wie kann ich bitte die Spitzhacke auswählen? Musst du in die Hand ziehen einfach. Macht. Ah ja, jetzt hat er es in der Hand. Ich glaube, das kann man auch irgendwie auf Kurztasten legen, 1 bis 5 oder so. Ja, ich glaube, das geht auch. Ich mach mal die Geräusche ein bisschen lauter, falls ich vielleicht dann irgendwie deine Schritte höre. Ich hab ein Rope. Oh, und Sprite Lemonade. Wo bist du? Alter, bin ich am Bluten oder so? Ich glaube, das würdest du sogar rechts unten sehen. Weil meine Lebensanzeige blinkt ziemlich hart. Keine Nachricht erhalten seit 8 Sekunden. Ja. Wow. Ist aber was abgestürzt, glaube ich. Jo. Na, großartig. Wieso ist mein Charakter jetzt auf einmal wieder nackt? Okay. Kurze Aufnahme, stopp.